Grüßt euch, mein Modell der Tillischanze habe ich mit einer Fahne ausgestattet. Und eine ähnliche Fahne möchte ich jetzt für meine Burgruine Chanuf basteln. Bloß diese Fahne hier hat die Farben der Stadt Hanmünden, rot und gelb. Ich möchte eine Fahne basteln, die dann natürlich auf die Schweizer Burg passt, also die Schweizer Fahne. Und als Alternative werde ich auch eine Deutschlandflagge machen. Zum Glück gibt es das Internet und hier habe ich sie, die Maße der Schweizer Fahne, der quadratischen Schweizer Fahne. Die Schweizer Fahne ist keine Flagge und ist immer quadratisch. Die deutsche Fahne oder deutsche Flagge ist 3:5, im Verhältnis 3:5, 1:1 die Schweizer. Und hier gibt es jedenfalls denn genau das Reglement, wie auch das Kreuz zu sein müssen und wie die Abstände und so sein müssen. Denn hier haben wir doch das Fahnenreglement der Schweizer Armee vom 01.01.2000. Ich möchte, dass die Fahne im Wind flattert. Naja, sich nicht bewegt, aber wenigstens so Wellen schlägt oder so eine Wellenbewegung andeutet. Deshalb nehme ich für die Fahnen, ich mache also eine deutsche und eine Schweizer, ich mache auch eine deutsche, nehme ich 0,3 mm Kupferblech. Leider kann ich dieses Kupferblech nicht mit dem Lasercutter schneiden. Da ist mein Shiner Cracker zu schwach zu. Da braucht man einen richtigen Faserlaser. Aber ich kann es mit dem Lasercutter wenigstens markieren und dann mit der Schere ausschneiden. Ich habe mich entschieden, weil Schweizer Fahne quadratisch ist, die ein bisschen größer zu machen. Die deutsche ist dann halt, flächenmäßig werden sie etwa gleich sein, aber die ist dann halt wie eine übliche Flagge 3:5. Das Kupferblech lässt sich mit einer stinknormalen Schere sehr gut schneiden. Jetzt möchte ich die Flaggenbleche, die sind übrigens nur 0,15 mm dick, an 0,3 mm Messingdraht löten. Ich bin ein Gipsy, kein Löti, also bitte jetzt nicht zu kritisch sein. Die Lötstation habe ich auf 380 Grad eingestellt. Ich denke, das ist die richtige Temperatur für diese Art Lötung. Vor jeder Lötung verzinne ich die Spitze so ein bisschen und mache dann die Spitze in der Stahlwolle wieder sauber. Den Draht glätte ich ein bisschen. Und fixiere ich, so gut das geht, mit einer von unseren Bastelklemmen, was ja nichts anderes als Haarklammern sind. Als Lot verwende ich hier relativ dünnes, 0,5 mm. Im Club verwenden wir noch dünneres mit Flussmittel und das hat auch Gott sei Dank noch Blei. Beim Löten lege ich mir immer eine Glasplatte unter. Das ist da, denke ich, immer die beste Unterlage. Ich habe jetzt hier so eine dicke Dödellötspitze. Normalerweise verwende ich lieber spitzere, dünnere. Aber hierfür, um ordentlich die Energie zu übertragen, ist es, glaube ich, ganz gut. Nicht die Energie, die Hitze. Ist das so durch die Glasplatte die Aufnahmen so glänzen? Ich überlege bald, ob ich es doch auf der Kunststoffunterlage mache. Also ich hoffe, es stört nicht zu sehr hier der Punkt. Oder ich gucke mal, welche Lampen ich ausmachen kann. Ich glaube, so ist das besser. So, und während ich löte, mache ich Folgendes. Ich führe den Lötdraht zu. Und gleichzeitig drücke ich das Blech
ein bisschen an in den Draht hinein. Hier mit dem Mittelfinger mache ich es. So, dann wollen wir mal, ich glaube, das stelle ich ein bisschen weiter weg, so. Und dann mache ich das so, halte hier die Lötspitze so dran. Es ist ganz gut geworden, denke ich. Jetzt ist das hier einmal angeheftet. Jetzt sehe ich zu, dass ich das nochmal so in der Mitte anhefte. Und wieder so. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, war das nicht. Da war ich zu hektisch. Der Draht lag auch nicht gut. Ich versäubere dann auch noch mal hinterher so ein bisschen die Lötstelle. Das war nicht so gut. Jetzt kommt noch die letzte Lötstelle. Jetzt ein bisschen viel Lot. Das ist auch nicht schön geworden. Vorführeffekt. Ich habe hier ehrlich gesagt vorher geübt, da war es immer ganz gut. Naja, das sollte so, es geht so einigermaßen. Ich glaube, ich mache auch noch einen Lötpunkt hier so hin. So, und zum Abschluss ziehe ich den jetzt noch einmal so drüber, um das Lot ein bisschen zu verteilen. Das habe ich ehrlich gesagt schon besser hinbekommen. Aber von der Rückseite sieht es gut aus. Nach der Schweizer Fahne kommt jetzt die Deutschlandflagge dran. Also wieder schön die Hitze einwirken lassen. Dann erst den Lötzinn. Ich glaube, Lötspezialisten würden sich jetzt würden die Krise kriegen. Aber wobei ich da noch im Schrank eine ganze Reihe Bausätze von Petau habe, die ich auch irgendwann noch mal zusammenbauen möchte. Aber gut, dann dahinterher bin ich dann auch vielleicht ein Lötspezialist, wenn ich das gemacht habe. So. Naja, war wieder nicht so. Irgendwie waren meine Übungsstücke alle besser geworden, aber gut, das ist halt auch so. Auch wenn das hier jetzt nicht wirklich eine Live-Vorführung ist und ich würde es natürlich, wenn was richtig scheiße wäre, würde ich es löschen. Vor den Lackieren müssen die Fahnenrohlinge natürlich mit Aceton gereinigt werden. Da geht auch sicher ein anderes Mittel, aber denn das Flussmittel muss selbstverständlich entfernt werden. Sonst gibt das irgendwann kein O. Das Aceton löst aber hier was von der Kunststoffunterlage. Das ist auch nicht gut. Also Vorsicht. Die Fahnenrohlinge grundiere ich jetzt mit dem Vallejo Surface Primer in Weiß. Man könnte aber natürlich auch ein Spray nehmen. Die ganzen Arbeiten, die ich jetzt mache, kann man schlecht mit einem Pinsel machen, würde ich so sagen. Das muss man entweder mit dem Airbrush machen oder auch mit natürlich mit einem Spray.
Bei der Schweizer Fahne ist es einfach, da braucht man nur Rot und Weiß. Bei Schwarz-Rot-Gold muss man denn immerhin drei Sprühdosen. Ne? Das ist. Für die Deutschlandfahne nehme ich jetzt das Modell R002. Also dieses Gelb passt vom Farbton gut. Ich habe nur Sorge mit dem Decken. Okay, ich werde vermutlich zwei Farbschichten sprühen müssen. Das Gelb bedeckt lausig, muss ich ehrlich sagen. Kritik an Vallejo da auch. Gelb ist vielleicht auch ein bisschen problematisch, aber es ist nicht so optimal. So, dann wollen wir mal probieren. Ja, es ist natürlich nicht weiße Grundierung zu überdecken, ist jetzt nicht so schwer. Das flattert jetzt so. Aber man sieht es schon, die dunklen Streifen werden immer noch nicht abgedeckt. Das kann ich natürlich dann mit dem Rot abdecken. Aber so geistert mich nicht die Deckfähigkeit von dem Gelb. Also jetzt gibt es erstmal Weiß. Dass das Gelb richtig schön ist, muss ich tatsächlich noch mal eine Schicht auftragen. Jetzt geht's ans Maskieren. Von der Maskierfolie mache ich erstmal die Rückseite ab. Also hier sieht man tatsächlich noch das Schweizer Kreuz ein bisschen durch die weiße Farbe durchscheinen. Ich gucke mal, dass ich das damit genau positionieren kann. Das funktioniert natürlich auf der Rückseite nicht. Und wenn man ganz genau hinguckt, so gegen das Licht, sieht man sogar tatsächlich auch hier eine Markierung. Es muss sich wohl irgendwie durch die Hitze des Lasers das Blech ein bisschen so aufgewölbt haben oder so. Aber gut. Es ist ja so, dass man sozusagen auch den übrig gebliebenen Rest nutzen kann, um das zu positionieren. Nicht, dass die Schweizer Behörde nachmisst und die Schweizer Fahne ist nicht korrekt. Ja, das funktioniert. Also jetzt ist das auch korrekt positioniert. Bei der Deutschlandfahne decke ich ja erst das Gelbe ab. Ich habe diese Streifen ein bisschen länger gemacht. So. Besser. Und jetzt kommt der Streifen von der Rückseite. Ich muss natürlich trotzdem so ein bisschen überstehen lassen, damit nicht nachher irgendwie noch eine Kante entsteht. Also den passenden Farbton habe ich nicht. Ich nehme halt diese RAL 3000, aber die ist durchaus ähnlich. Das ist ja jetzt tatsächlich,
So beide Flaggen haben, wenn man die mit dem Ralton darstellt, Verkehrsrot. 3020 ist das, glaube ich. Die gibt es sicherlich von einigen Farbherstellern, von Vallejo wahrscheinlich nicht. Okay, Sprühbild ist gut. Wenn ich an der Zeitung sehe, zu doll decken tut es da auch nicht. So, dann nehme ich erstmal das hier. Gelb lässt sich natürlich gut übersprühen. Und jetzt die Schweizer Flagge. So, jetzt wird die Maskierung abgezogen. Das sollte nicht zu spät passieren, das Abziehen der Maskierung, sondern noch so lange, wie die Farbe noch zwar fest dann, also trocken geworden, aber noch elastisch ist. Oh, jetzt runtergelaufen, da habe ich nicht gut angedrückt. Das ist schade. Ja, daran liegt es garantiert. Hier ist es besser. Ich habe wahrscheinlich vergessen, den Maskierfilm nochmal so richtig anzudrücken. Ärgerlich, das ärgert mich. Shit. Ich werde das mit der Hand ein bisschen ausbessern, bis es drunter gelaufen hat. In dem Sinne jetzt hier zum Vorführen gut, dass es passiert ist, aber natürlich sehr ärgerlich. Ja, ich bessere das jetzt ein bisschen mit dem Pinsel aus. Das geht, dann kann ich das auch noch verwenden, aber ärgerlich ist trotzdem. Jetzt kann ich dann die Fahne im Wind flattern lassen. Ehrlich gesagt wäre es eigentlich dazu besser, man würde sich da Baumwollhandschuhe oder so anziehen, aber die habe ich nicht gefunden. Ja, mit dem Fingernagel sollte man das auch nicht machen. Also dass es die quadratisch ist, lässt sie nicht so gut sich bewegen, wie wenn das jetzt eine längliche Flagge wie die deutsche wäre. Aber ich denke, der Effekt ist doch ganz gut. Jetzt kommt der Fahnenmast dran. Dafür nehme ich ein 1,5 mm Rundvollprofil. Und nicht zu, da sollte ich, damit die Fahne schön im Wind weht, sollte das nicht zu kurz sein. Am oberen Ende teile ich jetzt das Profil. So, und da hänge ich dann sozusagen die Flagge samt, was nennt man das denn, Fahnenschnur ein. Und jetzt nehme ich den Lötkolben, besser gesagt die Lötstation, aber ein Kolben würde sicher auch gehen. Ich habe es jetzt auf 250 Grad, ich denke, eingestellt, das wird wohl gehen. Und drücke das hier oben platt, so dass ich da so ein
Also nicht mit der Spitze, sondern mit dem Pinökel. Ich glaube, es ist ein bisschen viel. Das klebt schon. Also weniger. Nee, so, jetzt ist es soweit. Jetzt ist sie auf 180 runtergekühlt. Also zukünftig sollte man da aufpassen, nicht zu heiß machen. Denn ich habe schon, ich hatte ja das ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Da habe ich aber normalerweise immer einfach ein Streichholz genommen und eine Messerklinge warm gemacht, statt mit der Lötstation zu arbeiten. Ich bohre mir jetzt ein 1,5 mm Loch in ein Holzbrettchen. Habe ich nicht sehr schön gerade reingebohrt, offenbar. Aber das ist jetzt ja egal, es dient nur. Ich male jetzt den Fahnenmast von Hand, also mit dem Pinsel, besser gesagt. Und zwar nehme ich eine Mischung aus der 171 Silber und 178 Natural Steel, also Stahl. Mal wieder viel zu viel Farbe angemischt, da könnte man eine ganze Mast-Serienproduktion mit anstreichen. Ich muss das aber so machen, nicht, dass mir da was beschmiert. Und die Fahnenschnur, wie nennt man das überhaupt? Schnur? Seil? Egal. Dafür nehme ich schwarz. Diese eine Schnur hier ist leider viel zu kurz geworden. Also man sollte lieber die Drähte zu lang machen an beiden Enden der Fahne. Da habe ich auch nicht so richtig dran gedacht. Ich wickel die jetzt einfach sie hier so rum. Das war ein bisschen blöd, aber was soll's. Und die andere, das andere Ende kommt jetzt so. So hoch kann natürlich kein Preiserlein greifen, aber gut. Jetzt kommt bei der Deutschlandfahne der schwarze Streifen dran. Maskiert habe ich das natürlich schon, den roten, den gelben Streifen abgedeckt. Bisschen schief. Denke, wenn ich die Flagge ein bisschen falte, damit sie im Wind steht, wird das nicht mehr so auffallen. Jetzt bohre ich noch einfach mit dem Akkuschrauber ein 1,5 mm Loch. Ja. Stört mich zwar, aber ich war jetzt zu faul abzusaugen. Sieht das Burgmodell toll aus, finde ich, so aus der Drohnenperspektive. Und jetzt kommt das hier noch rein. Ja, ist ein bisschen eng. Thank you.
habe das jetzt ein bisschen aufgerieben. Ich hoffe, dass es jetzt dann reinpasst. Und das hält auch ohne Kleber. Oh. Kein besonders geglückter Kameraausschnitt, aber so weht doch die Schweizer Fahne schön im Wind. Sieht doch wirklich gut aus. Und das Ganze jetzt aus der Drohnenperspektive. Die Deutschlandfahne kommt erstmal in den Fundus. Vielleicht baue ich auch noch mal eine Burg nach deutschem Vorbild. Danke sehr und auf Wiederschauen.